war mir nicht ganz sicher, ob ich eher in die Büro-Richtung gehen will oder ins Handwerkliche. Und Fachkraft für Lagerlogistik ist eigentlich ein ziemlich guter Mix aus beiden. Man sollte nicht faul sein und man sollte eigentlich immer im Hinterkopf behalten, dass man quasi für große Firmen eine Dienstleistung erbringt. Ja, es ist halt nicht ganz so einfach, wenn man mal auf 8 Metern Höhe mit dem Gabelstapler ein- oder auslagern muss. Da hat man schon einiges an Verantwortung. Die Ausbildung geht eigentlich 3 Jahre. Ich habe verkürzt wegen guten Noten und guten Leistungen in der Arbeit auf 2,5 Jahre dann. Ich war Wareneingang alleine auch schon. Ich war im Leitstand für 6 Monate auch alleine. Haben den ganzen Wareneingang dort Ablauf, also komplett machen müssen, Telefongespräche, war LKWs einweisen, wo die hinfahren sollen. Schwierige Sachen wie zum Beispiel Reklamationen machen müssen. Also komplette Verantwortung im Leitstand. Also Leberschenker haben die Möglichkeit, jetzt zum Beispiel im 2. oder 3. Lehrjahr mal für 3 Monate nach in die Türkei oder nach England zu gehen und da mal sich das Lager anschauen und da leben zu arbeiten. Das Einzige, was mich wirklich nervt, ist die Arbeitszeit, weil in anderen Berufen hat man Montag bis Donnerstag normale Arbeitszeit und Freitag dann früher. Aber bei uns ist es nicht so. Wir haben von Montag bis Freitag, von früh bis spät immer was zu tun und teilweise auch Samstag arbeiten. Ich würde den Beruf sehr weiterempfehlen. Der ist halt ziemlich abwechslungsreich und man lernt nicht nur in eine Richtung irgendwie handwerklich was anzupacken, sondern auch im Büro sein Können unter Beweis zu stellen und da halt eben alles zu managen.